Hallo, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gekommen seid. Mein Name ist Nico Sonnabend. Bei mir geht es zu 100% um Wildlife-Fotografie, Fotografie im Allgemeinen um die Wildlife-Fotografie und was alles noch damit zu tun hat. Kameratechnik, Ausrüstung und, und. Heute geht es um das Thema, sollte man eigentlich auch gebraucht kaufen? Sei es Stative, sei es Kameras, sei es Objektive. Da geht es nicht nur um Kennen, da geht es um alle, das interessiert eigentlich alle, die mit Kameras zu tun haben. Auch Nikon, Sony und, und. Was musst du beachten? Was muss unbedingt gegeben sein, dass du einen Gebrauchkauf machen kannst und machen solltest? Und bei welcher Ausrüstung lohnt es sich überhaupt, Gebrauch zu kaufen? Von daher, lasst uns starten. Habe ich selbst schon mal Gebrauch gekauft? Ja, na klar. Ich habe schon echt viele Sachen, viele Kameras, viele Objektive, Stative. Ich habe schon wirklich ganz, ganz, ganz viel gebraucht gekauft und deswegen weiß ich auch, wovon ich rede. Hier drüben steht zum Beispiel das 500er zweite Generation, was mein eigenes ist, was auch gebraucht ist. Hier steht noch das 200, 400 Leihgabe von Canon und hier ist 400 dritte Generation Leihgabe von Canon. Und wenn ich jetzt bedenke, was die drei Objektive neu kosten, das 500er kostet neu ungefähr um die 10.000. Das 200, 400 kostet ungefähr 10.000 neu. Das 400er dritte Generation kostet ungefähr 12.000 bis 13.000 neu. Alles zusammen 33.000. Und wenn ich jetzt die Gebrauchtpreise von allen dreien zusammenrechne, bin ich so bei plus minus 20, 21.000 Euro. Es ist immer noch unverschämt viel Geld. Also definitiv. Auch die Gebrauchtpreise für diese großen Objektive sind, egal ob bei Canon, bei Nikon, bei Sony, sind immer noch hoch, ohne Mist. Also, das kann man nicht schönreden. Aber trotzdem ist der Unterschied schon immens. Das wären zum Beispiel 20 gebraucht, also 20.000 Euro Gebrauchtpreis zu 33.000 Neupreis. Das ist schon ein Unterschied. Ich habe meinen 500er hier zum Beispiel, zweite Generation, ist schon ein ganz schöner Prügel, ne? Habe ich gebraucht gekauft bei einem Händler, da hatte ich auch noch Gewährleistung drauf und habe dafür mein 500er erste Generation in Zahlung gegeben. Gerade diese großen, die großen Objektive, sei es bei Canon, bei Nikon, bei Sony, sind wirklich unverschämt teuer. Gerade da lohnt sich ein Gebrauchtkauf. Das ist natürlich für die Hersteller nicht so schön, aber es ist halt, dass ganz, ganz viele sehr, sehr technikaffin sind und sich, wenn das neueste Objektiv kaufen und dann kommt 2 Jahre später die nächste Generation raus oder 3 Jahre später und dann geben sie ihr relativ neues Objektiv, was vielleicht sogar noch extrem wenig genutzt wurde, schon wieder ab. Das ist natürlich gut für Leute wie mich oder für euch, die das jetzt zum Beispiel schauen. Dann könnt ihr das zu einem relativ guten Preis schießen. So auch bei Kameras. Auf Kameras gehen wir dann später mal ein, weil das ist alles ein bisschen komplexer. Bleiben wir mal bei den Objektiven. Welche Objektive sollte man denn überhaupt gebraucht kaufen? Prinzipiell kannst du alle Objektive gebraucht kaufen, sei es die großen Weißen oder bei Nikon die schwarzen, bei Sony die großen Weißen. Oder sei es auch die 50 mm Brennweiten oder die Objektive, wie jetzt, ich kann die gar nicht sagen, wie sie bei Sony und Nikon heißen, aber oder die Sigma-Objektive, die jetzt nicht so hoch angesiedelt sind, die kann man auch gebraucht kaufen. Man muss bei allen Objektiven auf immer wieder die gleichen Sachen achten. Als allererstes ist es wichtig, dass ihr erstmal schaut, wo bekommt ihr diese Gebrauchtobjektive her? Also eine kleine Geschichte von mir. Ich war danach relativ unerfahren auf dem Gebrauchtpreismarkt und hatte das 400er F5 von Canon, eine Festbrennweite, eine echt schöne Linse und wollte die verkaufen. Und habe die bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, hat auch nicht mal 10 Minuten gedauert, da hat sich jemand gemeldet bei mir. Und ob das ein Problem wäre, dieses Objektiv nach England zu schicken. Ich überhaupt kein Problem, wenn er den Versand bezahlt. Natürlich macht er. Das ging alles innerhalb von ein paar Minuten. Ja? Der hat auch überhaupt nicht verhandelt. Ich wollte 1.000 Euro dafür, hat nicht verhandelt, nichts. Versand wollte er bezahlen oder sie, keine Ahnung. Und ich war natürlich glücklich. Ja, und da habe ich gesagt, schick mir bitte die Adresse.
Und da hat er mir oder sie hat mir dann eine E-Mail geschickt mit der Adresse, das war ein Schließfach, dann die PayPal-Adresse und die DHL-Sendenummer soll ich doch bitte schicken. Ja, und da habe ich dann gesagt, okay, schick mir bitte das Geld und dann schicke ich es los. Er hat mir die 1.000 € angeblich geschickt und ich bekomme das Geld bei PayPal, wenn ich die Versandnummer eintrage. Und das war mir schon, da ich das Geld bei mir auf dem Konto nicht gesehen habe, ein bisschen komisch. Ja, und da habe ich bei PayPal angefragt und PayPal meinte dann, sie kooperieren mit keiner anderen Firma und das sei ein Fake, weil die wollen nie eine Versandnummer oder sonst was haben. Also hätte ich jetzt mein Objektiv, was ich für 1.000 € verkaufen möchte, nach England geschickt, hätte ich das Geld nie gesehen. Ja? Und das sind halt solche Sachen, wo du wirklich aufpassen musst. Das kann dir als Verkäufer und das kann dir auch als Käufer passieren. Worauf solltest du achten, wenn du ein Objektiv kaufst? Als allererstes, ich nehme mal hier das 200-400, weil das gerade auch ein Zoom ist, das ist ganz gut. Als allererstes, wenn du eins kaufst in einer Preisklasse, die weit, weit über 3.000-4.000 € sind. Und du wohnst in München und das Objektiv ist in Berlin. Ich würde die Zeit nehmen und auch den Spritpreis und würde hochfahren und würde mir das Ding anschauen. Oder ihr trefft euch in der Mitte oder was weiß ich. Also ich würde bei diesem Preis, ich bin zum Beispiel für mein Objektiv auch bis an die holländische Grenze gefahren und habe mir das angeguckt bei dem Händler und habe mir das geholt. Weil das wäre mir alles zu gefährlich. Als allererstes würde ich mir immer hinten das Bajonett anschauen. Wie sieht das Bajonett aus? Wie ist es beschaffen? Ist es sehr doll zerkratzt? Ist der Dichtring noch in Ordnung? Bei L-Linsen, bei Canon ist da ein Dichtring dran. Bei Nikon nehme ich ganz stark an, auch und bei Sony. Bei den Linsen, die ein bisschen niedriger im Preis sind, ist das nicht. Aber auch da, schaut euch das Bajonett an. Ist es sehr zerkratzt? Ist hier drinnen alles in Ordnung? Also wenn das schon mal in Ordnung ist. Man sieht auch die kleinen Schrauben, wenn die schon mal auffahren, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann hier vorne die Frontlinse. Ganz wichtig, schaut euch an, dass diese Linse kratzfrei ist. Mikrokratzer sind jetzt nicht so schlimm. Da kann man sogar vielleicht noch sagen, hey, hier ist ein kleiner Mini-Mini-Mini-Kratzer, geh mal den Preis ein bisschen runter. Das geht, ja. Den seht ihr auch nicht. Aber wenn hier ein starker Kratzer ist, dann kannst du schon denken, okay, ist es mal runtergefallen oder ist er mal irgendwo dagegen geknallt oder sie. Dann sei da wirklich vorsichtig. Dann wäre ich wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig. Und auch wenn es dann heißt, ja, wir gehen 300 € runter. So ein Linsentausch ist richtig teuer. Ja? Gerade bei Zoom-Objektiven, was ja viele machen, aber auch bei Festbrennweiten. Viele kaufen sich ja große Festbrennweiten, wie von das 500er, 400er, 600er bei Canon, Nikon, Sony, kaufen hier gebraucht, was ja auch okay ist. Überprüft den manuellen Fokusring, dass der nicht knirscht. Wenn der knirscht, dann heißt das, da ist Dreck drin. Da war mal entweder jemand am Strand mit Salzwasser und Sand, sind keine Freunde von Objektiven. Da war mal jemand am Strand oder in Mecklenburg-Vorpommern und hat versucht, Wölfe zu fotografieren oder in Brandenburg. Und die sind ja auch meistens auf solchen Truppenübungsplätzen und da ist Sand. Wenn da viel Wind ist, kann das ganz schnell passieren. Die sind zwar alle abgedichtet, aber es passiert trotzdem, dass da was reinkommt, dass es knirscht. Dann kann man immer noch sagen, ey hier, ich nehme das Ding, aber schicke es vorher zum Service und lass es reinigen. Und ich möchte die Bestätigung, dass es beim Service war. Das würde ich so oder so machen, wenn mir ein Objektiv kauft. Ein hochpreisiges Objektiv. Genau, den Einstellring und vor allem auch, wenn ihr einen Zoom kauft, den Zoomring kontrollieren, dass der schön flüssig und leise läuft. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr zum Beispiel ich sag mal, einen 100-400 von Canon kauft, zweite Generation, da hast du ja auch diesen Ring, dass das festgestellt wird, dass ihr auch das Objektiv mal auf den Kopf stellt, dass sich es nicht von alleine ausfährt. Wirklich, ganz wichtig. Auch bei Objektiven mit Stativschelle. Macht die locker und dreht die. Wie man hört, ich gebe mal mein Mikrofon. Hört man nur die Arretierung. Mehr hört man nicht.
Natürlich kann es mal passieren, dass da mal ein bisschen Dreck dazwischen kommt. Ich habe jetzt meins auch reinigen lassen. Und das passiert. Ja, gerade bei der Stativschelle. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Bei mir läuft alles wieder bombenmäßig. Ja, das ist nur meine aufgeklebtes Ding, was da ein bisschen, aber der Rest läuft mega. Und mir ist das auch wichtig. Vor allem, wenn ich was verkaufe, ja, dann möchte ich auch, dass der oder diejenige, die das kaufen, super Qualität bekommt. Und genauso möchte ich das auch, dass wenn ich was kaufe und viel Geld dafür ausgebe, selbst 500 Euro sind viel Geld für ein Objektiv, möchte ich, dass das stimmt, dass das picobello ist. Natürlich ist das bei einer Brennweite wie, ich sag mal, einen 35 RF 35 mm 1,8, glaube ich, gibt es jetzt nicht ganz so viel zu beachten. Ja, da hast du einen manuellen Fokusring und das war's. Da guckst du dir die Linsen an, guckst, ob ein Staubeinschluss drin ist, aber es ist ja eine Festbrennweite. Geht ja prinzipiell nicht. Bei einem Zoom-Objektiv kann das sein, wenn du gerade ein Zoom-Objektiv hast, was vorne ausfährt, ja, dann passiert das, dass hier Staub mit reinkommt. Schaut wirklich, macht hier hinten ab, macht vorne auf und schaut durch, ob ihr ein Staubkorn seht oder irgendwas. Schaut da wirklich ganz genau rein. Schaut da, wenn das eine Stunde dauert, wenn ihr euch das Ding eine Stunde mit einer Lupe anguckt, macht das. Ja? Und wenn ihr schaut nach Staub, ich blende das jetzt mal hier ein, dann könnt ihr auch sehen, ob die Linse Pilz hat. Wenn die Linse Pilzbefall hat, packt ihr die wieder ein, stellt die zu denen hin und sagt, danke, ich fahre wieder. Weil das Problem bei Pilzbefall, das lässt sich beheben, aber das kostet viel Geld, weil das muss zum Service, das muss komplett auseinandergebaut werden, das Ding, das muss gereinigt werden. Im dümmsten Fall vielleicht eine neue Linse oder eine neue Linsengruppe und da kannst du dir auch ein neues Objektiv kaufen. Also das ist Fakt. Und wie kommt so ein Pilzbefall zustande? Indem du draußen, zum Beispiel jetzt im Winter, fotografierst. Draußen sind es minus 2 Grad, dein Objektiv wird kühl nach 2, 3, 4 Stunden. Du kommst rein, stellst das Ding einfach hier in die Ecke und fertig. Und dann fängt das kalte Objektiv von außen an langsam aufzuwärmen. Da bildet sich in dem Objektiv Kondenswasser und ist immer eine dezente Feuchte dann in der Linse drin. Und da passiert das ganz gerne, dass hier innen drinne Pilzbefall ist. Das siehst du, das dann wie so ein Moos, was den Baum hochkrabbelt. So sieht das aus, nur halt hell. Und ich hatte es zum Glück noch nie. Ja? Aber wenn jemand seine Objektive falsch pflegt, dann passiert das. Deswegen, wenn ihr von draußen kommt, eure Objektive immer im Rucksack lassen und in einen kühlen Raum, damit sie langsam aufwärmen. So 5 cm auflassen, nicht vor die Heizung, damit sie langsam aufwärmen. Und wenn ihr irgendwo seid, wo ihr ständig draußen seid, ja, und es sind ständig nur minus 10, minus 12 Grad, dann lasst das Ding im Auto. Das interessiert die Ausrüstung nicht. Akku raus, Karte raus und den Rest interessiert das nicht. So, bei Objektiven gibt es eigentlich nichts. Kurz nochmal Linsen checken, Bajonett checken, Drehringe, Fokusringe, Stativschelle und dass alle Schalter funktionieren. Das ist erstmal das Äußere. Und wenn ihr das alles gecheckt habt, dann schließt das Objektiv an eure Kamera an eure eigene Kamera und lasst fokussiert mal gegen einen dunklen Hintergrund, weil dann fokussiert das Objektiv nämlich, läuft das hin und her, dann will das pumpen. Ja? Und da sieht man alles klar, es fokussiert von unendlich bis zur Nahe-Einstellgrenze, unendlich, Nahe-Einstellgrenze, unendlich, Nahe-Einstellgrenze. Dann merkt ihr auch, ob der Bildstabilisator funktioniert. Ja? Testet alle Knöpfe durch. Testet alle Knöpfe durch. Und macht Testbilder. Macht wirklich Testbilder. Lasst euch Zeit. Wenn jemand drängelt und sagt, hier, ich muss fertig werden, ich will weg, kauf das Ding jetzt, dann sagst du, hier, mach langsam. Ich zahle das Geld. Ich habe das Risiko, wenn ich eine Scheißlinse bekomme auf gut Deutsch und du hast dein einfach nur das Geld. Ja? Ich will ja auch was für mein Geld haben. Lasst euch da ja nicht drängen. Genau, schließt das an, macht Testbilder. Wenn du einen Laptop mit hast, schließt den Laptop an die Kamera an und probier das.
Da müssen ja jetzt keine High-End-Bilder rauskommen. Aber du kannst sehen, ob das Objektiv fokussiert, ob es scharf stellt, ob es leise ist oder den Alter dementsprechend leise, dass der Bildstabilisator funktioniert. Ja. Und das ist zum Beispiel so, wenn du gebraucht kaufst, bei Objektiven solltest du darauf achten. Wechseln wir mal zu Kameras. Bei Kameras gibt es noch ein, zwei Punkte mehr zu beachten. Und zwar bei einer Spiegelreflexkamera waren es jetzt die Auslösungen waren noch unverschämt wichtig. Klar, bei einer DSLM sind die Auslöser, ist der Auslöser vorne auch für bestimmte Anzahl der Auslösungen ausgelegt. Kompliziert. Und da solltest du natürlich drauf achten. Wenn du eine Kamera kaufst, lass dir unbedingt sagen, ist es der Erstbesitzer, bei solchen großen Objektiven ist es ganz oft, dass du Drittbesitzer bist. Das geht ganz schnell. Aber das ist nicht schlimm. Die halten prinzipiell auch ein Leben lang, wenn sie dir nicht runterfallen oder sonstiges. Also bei Kameras, lass dir unbedingt sagen, wie viele Leute hatten die Kamera schon vorher. Schau unbedingt, ich gehe jetzt allgemein auf Kameras ein, ja? Schau unbedingt durch den Sucher. Wenn du direkt siehst, in dem Sucher ist irgendwie Dreck oder sind tote Pixel zu sehen, dann sei vorsichtig. Erkundige dich, ob sich der Fehler beheben lässt. Wie teuer wird dieser Fehler? Ich kann zum Beispiel sagen, dass wenn du ein Objektiv kaufst, wo die Blende kaputt ist, mindestens 200 Euro kostet. Das kenne ich nämlich selber. Dann lass dir definitiv die Rechnung geben. Wenn du hast, lass dir eine Rechnung geben, damit du auch sicher sein kannst, dass die Kamera nicht irgendwie gestohlen wurde. Weil das kann ja auch passieren. Und auch bei Objektiven kann das sein. Auch bei Kameras solltest du dir ein Objektiv von zu Hause mitnehmen, das Objektiv anstecken, Probebilder machen. Löst sie so aus, wie sie soll. Schließt das Batteriefach ordentlich? Schließt der Kartenslot ordentlich? Funktionieren beide Kartenslots? Weil meisten Kameras haben ja jetzt zwei. Funktionieren die beide? Das hatte ich auch schon, dass einer nicht mal funktioniert hat. War meine eigene Kamera, habe ich auch dann reparieren lassen. Aber das gab es. Ja. Dann dreh alle Rädchen. Kann auch passieren, dass da mal was verklebt ist oder Dreck drin ist oder beim Fotografieren im Feld mal ein Steinchen reingekommen ist oder ein ganz kleines Krümelchen und das Rad ist fest und jemand braucht das Rad nicht, aber den interessiert es halt nicht. Aber du brauchst das Rad. Kontrolliere das. Und wie gesagt, lass dir die Auslösung anzeigen. Ganz, ganz wichtig. Bei einer Kamera wäre es jetzt vielleicht nicht so, dass ich sagen würde, ich fahre für eine R7 von München nach Berlin. Das würde ich jetzt nur nicht machen. Kommt auch darauf an, bei wem ich kaufe. Wenn der oder diejenige seriös ist und das auf einer seriösen Plattform geschieht, dann ist das alles legitim. Bei Kameras, wenn es möglich ist, auch die Originalverpackung, Ladegerät und alles, was dabei ist, weil das steigert, wenn du die Kamera verkaufen willst, auch wieder den Verkaufswert. Das ist auch ganz wichtig, weil viele verkaufen das Zeug auch ohne Originalverpackung, aber das ist nicht so einfach dann für einen Wiederverkauf, weil eine Originalverpackung bringt schon gedanklich für uns Menschen mehr Qualität, warum auch immer, aber es ist halt einfach so. Schau dir definitiv die Kamera richtig an, von unten, von der Seite, von oben. Es kann auch passieren, dass die Kamera mal runtergefallen ist und dann irgendwo einen Haarriss hat. Derjenige oder diejenige, die dir das Zeug verkaufen, müssen nicht immer ehrlich sein. Ja? Es kann auch passieren, dass es da schwarze Schafe gibt. Das passiert wirklich. Von daher, wenn so eine Kamera runterfällt, die sind ja heute meistens nicht mehr alle aus wie die, wie die 1DX, die ich hatte. Die war aus kompletten Guss, ich sage jetzt mal Guss, Magnesium, irgendwas. Auf jeden Fall war die aus Metall. Und da hatte ich zum Beispiel auch, als ich die gekauft habe, ist die jemanden runtergefallen und die hatte am Auslöser, jetzt wollte ich auf den Auslöser zeigen, ihr seht es ja gar nicht, hatte sie an der Stelle, wo der Auslöser ist, einen kleinen Einschlag. Und da hast du halt das Metall gesehen. Das hat mich nicht gestört. Aber bei den heutigen Kameras, die haben ja viel Kunststoffgehäuse. Wenn da was runterfällt, kann es auch passieren, dass das einfach mal einknackt und ihr merkt das gar nicht. Deswegen schaut euch das ganz, 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 ganz genau an. Wenn jetzt die Kamera natürlich ein paar Schönheitsfehler hat, das heißt ja nicht, dass die Kamera dann nicht funktioniert. Dann kann man einfach sagen, okay, ich
Habe zwar gesagt, ich nehme sie für 1000 Euro, aber schau mal hier, hier löst sich vielleicht das Gummi und im Hinterkopf weißt du, oh, das klebe ich einfach wieder an, ich würde gerne 100 Euro weniger. Ja? Also so frech kann man schon sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da würde ich jetzt auch als derjenige, der es verkauft, würde ich jetzt auch nicht sagen, das will ich aber nicht. Ja? Von daher, als Verkäufer muss man schon, wenn man die anpreist, muss man schon sagen, alles klar, pass auf, hier ist eine kleine Schadstelle, hier ist eine kleine Schadstelle, dass du als Käufer sagen kannst, alles klar, ich kaufe sie so wie gesehen. Ja. Also nochmal kurz, bei Kameras, schau dir die Auslösezahl an, schau dir das Gehäuse genau an, dass kein Haarriss drin ist, kontrolliere die Kartenslots, dass die alle funktionieren, kontrolliere die Rädchen und die Knöpfe, dass die alle funktionieren. Swipe durchs Menü durch, schau, dass das Display mit dem Touch alles funktioniert. Das ist wirklich wichtig. Stell dir einfach vor, du hast eine nagelneue Kamera und da probierst du alles aus. Und genauso machst du das mit der gebrauchten. Wenn natürlich von Anfang an klar ist, alles klar, hier ist das Gummi ab, dann kannst du das nicht bemängeln, weil das wurde ja angesagt. Aber das müsst ihr unter euch dann ausmachen. Ja, und genauso ist es auch bei Stativen und allen möglichen anderen Kram. Das kannst du auch alles gebraucht kaufen. Genau, also. Das war das, worauf du achten solltest, wenn du Objektive und Kameras kaufst. Und jetzt vielleicht noch als kleiner Tipp, wo du gebraucht verkaufen kannst. Oder kaufen. Wir sind ja die Käufer, wir reden ja jetzt von uns Käufer. Reden wir mal, wo du deine Sachen kaufen kannst. Zum Beispiel im DSLR-Forum, das ist für Sony, für Nikon, für Canon und. Da gibt es eine Spalte Biete und Suche. Und wenn du da auf Biete gehst, kannst du schauen, was andere anbieten. Und das ist eigentlich immer eine recht feine Sache und da sind auch viele, viele Sachen und aktuelle Sachen drin. Dann kannst du ja direkt bei Instagram schauen, was zufällig, ganz viele mache ich ja auch, die bieten da Sachen an und wenn du da zum Beispiel einen 500er, 400er, eine Nikon, eine Canon, irgendeine Kamera findest, kannst du die Leute natürlich ohne Probleme anschreiben und fragen, ey, wie sieht's aus, ich hätte Interesse. Und dann kannst du auch noch direkt bei den Händlern schauen. Viele haben ja Gebrauchtpreisseiten und da kannst du eigentlich geile Schnäppchen machen. Dann kannst du zum Beispiel auch sagen, ey, ich möchte einen 70-200 und habe hier einen 100er Makro liegen, nutzt das eh nicht mehr. Würdet ihr das ankaufen und ich gebe das in Zahlung und kann dann die Differenz für das andere Objektiv bezahlen. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache, muss ich sagen. Und da habt ihr noch Gewährleistung, wenn ihr das bei einem Händler kauft. Wo ich persönlich meine Hände von lassen würde, ist eBay Kleinanzeigen. Habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, habe ich ein Objektiv gekauft, was funktioniert hat und zwei, wo ich wo ich fast auf die Schnauze gefallen bin, auf gut Deutsch. Da habe ich auch zum Glück vorher die Reißleine noch gezogen. Von daher, da wäre ich immer vorsichtig bei eBay Kleinanzeigen. Genau. Dieses Video ist leider etwas länger geworden, aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Von daher, scheut euch nicht, gebraucht zu kaufen, da kann man echt geile Schnäppchen machen. Gerade bei den ganz, ganz hochpreisigen Objektiven und Kameras kann man da echt gute Preise erzielen. Wenn ihr noch mehr Interesse an nicht an gebrauchten Materialien habt, sondern an Ausrüstung, an Kameraeinstellungen, wie tarne ich mich, wie baue ich eine Hütte, wie finde ich gute Ansitzplätze und alles Mögliche, dann schaut mal gerne unten in dem Link. Da findet ihr mein E-Book, das ist einmal in der Wildlife-Fotografie. Da habe ich alles, was ich in über 10 Jahren der Wildlife-Fotografie gelernt und mir selber angeeignet habe und auch funktioniert, in das E-Book reingeschrieben. Da kannst du dich wirklich in kürzester Zeit weiterbilden, dass du deine Ergebnisse auch in kürzester Zeit umsetzen kannst, ja, die du erzielen möchtest. Also das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, wenn du auf den Link klickst. Oh, eins, zwei, drei. Wenn du auf den Link klickst, kommst du nicht gleich zum Verkauf, sondern du kannst selber erstmal schauen, ey, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Und da kannst du immer noch entscheiden, hey, investiere ich in das E-Book und komme schneller zu meinem Ergebnis oder experimentiere ich selber noch ewig rum. Von daher, schau dir gerne mal nach, unten im Link findest du alles. So, das war der Einblick für gebraucht oder nicht gebraucht kaufen. Ich hoffe, es hat gefallen. Gebt mir noch gerne Feedback unter dem Video. Schaut gerne bei Instagram bei mir vorbei. Da gibt es auch immer sehr, sehr viele Ergebnisse und Bilder von mir. Und nicht vergessen, mir zu folgen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.